Schublade. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Schalter. Tiefkühltruhe. Was passiert denn da? Oh, Wasser. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen... Ja, vielleicht können wir die Pillen... Ich komme darauf zurück. Tja. Na dann. Gut, ansonsten in die Schleuse. Vielleicht können wir jetzt das Ding ankurbeln. Braucht das hier irgendwo eine Kurbel? Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest... Mecker, mecker, meck. Ja. Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Okay. Ich habe nur zwei Optionen. Das Ersatzteil laden. Gut. Gut. Klein Venedig. Sind wir hier wieder gelandet. Vielleicht können wir jetzt... Oh. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Ja, schön. Ach, so funktioniert das. Paarungsliter Shotgun. Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Es ist... Boah, das Kind pränatal. Du Schwein. Alex, der Jukebox-Zwerg. Ja. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Vielleicht können wir... Oh. Okay. Schrottslamin Tarantana. Hey! Finger weg! Ach ja? Mit dem Fuß? An deiner Stelle, ich bin in der Richtung. Ich muss bekommen. Tja, vielleicht. Lass mich in Ruhe! Ich muss arbeiten! Ein dreifaches Hi-Ho auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Also nicht. Vielleicht. Lass mich in Ruhe! Ich muss arbeiten! Ein Dreifach. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon. Sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Mit ihm haben wir noch nicht genügend geredet. Entschuldigung. Hm? Du schon wieder. Ja. Spielst du auch dieses Schnickschnack-Schnuckspiel? Ja, leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Im Unterschlupf.
Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Ha, ha, sehr lustig. Fand ich auch. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei... Versuch nicht, mich aufzuhalten. Zum Glück ist Rufus ja nicht mehr bei Verstand. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Guter Zuhörer, ja. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja? Schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Meinst du? Aber... Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern. Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Boso. Hallo, Boso. Ah, Rufus. Was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Wie? Nö, das zählt schon. Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja. Weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer der Kassette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh, ja. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Ja, verstehe ich.
Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, nein. Ganz gut. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau, so mit Stil und großen Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Ziegall. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann komm ich dann nach Oberstadt. Ja, ich weiß, wie ich nach Oberstadt komme, aber wie komme ich da rein? Wie komme ich nach Oberstadt? Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Autsch. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Harperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellung. Brandschatzen, Kiel holen, Schatz suchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder mag Konflikte und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte. Ich... Okay, ich geb auf. Ha, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Oh, da passiert doch was. Zu große. Können wir vielleicht ungefähr brauchen. Ich geb dir Zucker. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Hey, gut, du bist Zucker. Ja. Oh, du bist okay, es. Okay, mit der Weichschuhe jetzt. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Oh ja. Gut, wir kümmern uns wohl erstmal um. Den alten Pirat. Klein Venedig. Oh. Boso. Wer hätte gedacht, dass sich unter dieser rauen Schale ein dermaßen alberner Sofabezug versteckt? Hallo, Boso, wie hast du dich denn erledigt? Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Boso. Siehst du behämmert gut aus. Behämmert gut aus, ja. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so, genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Nein, aber let's go. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Ich weiß nicht. Verfluchte Gören! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Boso? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein. Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon!
Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Ui. Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Autsch. Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Was? Oh, das ist doch nicht zu fassen. Oh. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Okay.